Willkommen zu meinen Wien-Tipps, meinen persönlichen Empfehlungen für Leute, die Wien besuchen oder in Wien leben. Heute geht's weiter mit meinem Jänner-Schwerpunkt, den ich mir gewählt habe, zum Thema vegane Lokale. Und da möchte ich heute das Landia vorstellen. Das ist im 7. Bezirk in der Ahorner Gasse 4, ziemlich versteckt. Also wenn man von der Marie-Hilfe-Straße kommt, die Neubaugasse entlang geht, also Richtung 8. Bezirk praktisch, ist es auf der linken Seite. Also man überquert noch eine Quergasse und dann vor der nächsten Quergasse noch gibt es einen Eingang in einen, ja, so Art Hinterhof sozusagen, da geht man ein Stück und dann auf der rechten Seite ist das Lokal. Und man kommt von der lauten, belebten Marie-Hilfe-Straße in einen ganz ruhigen Bereich, so ähnlich auch wie beim Raimundhof. Das Secret Garden habe ich da mal vorgestellt, da ist man auch sofort in der Ruhe und man kann da auch jetzt beim Landia sehr schön draußen sitzen im Sommer. Ich war jetzt, glaube ich, 4-mal insgesamt dort. Es ist ein veganes und vegetarisches Lokal. Es gibt sehr viele Wiener Speisen, die auf Seitanbasis halt auf vegan gemacht wurden. Und es gibt immer auch eine Wochenkarte, eine Saisonkarte. Aber hier einmal ein kurzer Auszug aus der regulären Speisekarte. Die Hauptspeisen: Zwiebelrostbraten mit Semmelknödel, Gulasch mit Semmelknödel, Sellerieschnitzel mit Petersilkartoffeln und Soße Tartar, Schnitzel mit Petersilkartoffeln und Soße Tartar, also ist auf Seitanbasis, Cordon Bleu aus Bio-Dinkel-Seitan mit Petersilkartoffeln und hausgemachter Soße Tartar, Wadesteller sind rote Linsenbällchen mit Tahina, Melanzani und gemischtem Salat oder gebackene Austernpilze auf Blattsalat oder Bratäpfel mit Soße Tartar. Handgemachte Pirogi, gefüllt mit Kraut- und Steinpilzen, dazu gemischten Salat. Gebackene Champignon auf Blattsalat und mit Braterdäpfel. Handgemachte Kärntner Karsnudel mit gerösteten Zwiebeln auf Blattsalat. Zucchini Cordon Bleu mit Petersilkartoffel und hausgemachter Soße Tartar. Gebackener Brie auf Blattsalat oder mit Bratkartoffeln mit Soße Tartar. Veganes Huhn, also aus marinierten Seitan, mit frischem Ingwergemüse und Bratkartoffeln oder hausgemachte, vegane, gebackene Käsesticks auf Blattsalat oder Bratkartoffeln mit Soße Tartar. Wir hatten beide die Suppe von der Tageskarte, eine Linsensuppe. Die war sehr ausgiebig, also fast wie eine Hauptspeise, so wie ein Eintopf mit sehr viel Einlage. Und zwei Kuchen habe ich mir mit nach Hause genommen, den Cappuccino Haselnuss und die Heidelbeertorte. Heidelbeertorte hat uns besser geschmeckt, die war sehr fruchtig und ich glaube, es war auch roh vegan. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob alle Mehlspeisen roh vegan sind sie auf jeden Fall. Und ich finde, sie klingen sehr, sehr lecker, allein schon die Namen der Torten. Orangen-Schokotorte, Himbeertorte, Kokoswürfelschnitte, Sauerkirsche-Mohn-Pekannüsse-Torte, Schoko-Haselnuss-Torte, Heidelbeertorte, Vanille-Schokotorte, Apfel-Vanille-Torte, Cappuccino-Haselnuss-Torte, Apfel-Mohn-Schnitte, Schoko-Nuss-Schnitte, Himbeer-Passionsfrucht-Schnitte, Mango-Limette-Schnitte oder Schokolava-Kuchen. Sie haben auch sehr interessante Getränke, zum Beispiel Smoothies. Ginger Red Mangorita ist mit Mango, Ingwer, Limette und Kombucha. Pina Colada Bucha ist mit Kokosmilch, Kombucha, Ananas und Vanille. Rejuvenating Potion ist mit Spinat, Kombucha, Apfel, Banane und Limette. Und Very Berry Beet Bucha ist mit Waldbeeren, rote Rüben, Hanfsamen, Zimt und Soja-Joghurt. Dann gibt es noch ein paar hausgemachte Limonaden und auch sehr interessante Tees. Da hatte ich zum Beispiel einen Birne-Minze-Tee. Ja, das Lokal hat Montag bis Samstag von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Ich bin da immer unsicher, ob ich dazu sagen sollte Öffnungszeiten, weil die können sich ja sehr schnell ändern. Aber mal vielleicht so als Orientierung und ja, man muss ja dann sowieso auf der Homepage am besten vorher nachschauen. Die Speisekarte, die Wochenkarte findet man auch aktuell auf der Internetseite.
Ja, guten Appetit. Das war's für heute. Falls ihr eine Rückmeldung habt oder eine Frage oder einen Themenvorschlag, dann schreibt mir bitte an claudia@wien-tipps.info. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert oder die bisherigen Folgen hört auf wien-tipps.info. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.